kann nur noch mal wiederholen, wir haben beide Seiten aufgefordert, zur Deeskalation beizutragen. Schritte, die zu einer weiteren Militarisierung der Region führen, werden hier ohne Zweifel nicht hilfreich. Würden nach Frage, würden relevante Truppenkonzentrationen so oder so zur Kenntnis der Bundesregierung gelangen? Oder ist man da blind oder taub, weil man keine eigenen Dienste hat? Also ich glaube, die Bundesregierung ist weder blind noch taub. Richtig. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich 12 Studenten der Freien Universität Berlin aus dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft und 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aus der Bundespolizeiabteilung in Deggendorf. Herzlich willkommen. Und dann kommen wir wie immer am Mittwoch zum Bericht aus dem Kabinett. Herr Seibert, bitte. Ja, schönen guten Tag. Das Kabinett hat sich zunächst einmal mit dem Thema der Rente aus 2 verschiedenen Aspekten befasst. Das eine ist der Rentenversicherungsbericht 2018. Sie wissen, den legen wir regelmäßig vor. Und er kommt zu dem Schluss, dass die gesetzliche Rentenversicherung derzeit finanziell gut aufgestellt ist. Dieser Versicherungsbericht gibt Auskunft darüber, wie sich die Rentenfinanzen voraussichtlich in den nächsten 15 Jahren entwickeln werden. Man kann die klare Aussage treffen, wir haben eine erfreuliche und eine weiterhin gute Lage am Arbeitsmarkt. Davon profitiert natürlich die gesetzliche Alterssicherung. Die Beitragseinnahmen sind noch einmal erheblich gestiegen. Und das führt dazu, dass die Nachhaltigkeitsrücklage der deutschen Rentenversicherung bis Ende dieses Jahres 2018 voraussichtlich bei 38 Milliarden Euro liegen wird. Wegen der guten Lohnentwicklung ist auch für 2019 eine deutliche Erhöhung der Renten zu erwarten. Diese Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung ist natürlich erheblich geprägt für die kommenden Jahre vom kürzlich beschlossenen Rentenpaket. Wir sehen darin, wie Sie wissen, bis 2025 ein konstantes Sicherungsniveau von 48% vor. Und man muss immer wieder sagen, das heißt Standardrente gemessen am Durchschnittsentgelt 48%. Derzeit sind es 48,1%. Und auch der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll unverändert bleiben nach den aktuellen Berechnungen bis einschließlich 2023 bei 18,6%. Mit dem Rentenpaket wird der Beitragssatz bis 2025 die Marke von 20% nicht überschreiten. Die Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung nach 2025 ist das große Thema, mit dem sich die Kommission Verlässlicher Generationenvertrag derzeit befasst und zu dem sie im März 2020 geeignete Maßnahmen vorschlagen wird. Und in diesem Oberthema Rente gehört noch, dazu gehört noch das zweite Thema. Das Kabinett hat auch den 3. Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beschlossen. Sie wissen, diese Regelaltersgrenze ist im Jahre 2007 eingeführt worden. Sie ist auch weiterhin notwendig. Sie wird stufenweise über einen langfristigen Zeitraum eingeführt bis zum Jahre 2031. Und das schafft Planungssicherheit. Das überfordert weder Beschäftigte noch Unternehmen. Das erfreuliche Ergebnis ist, dass die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen kontinuierlich ansteigt. Sie liegt derzeit in der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen bei 58%. Das heißt, insgesamt 2,1 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist nicht nur prozentual mehr als doppelt so viel wie 2007, wenn man es in Köpfen zählt sozusagen. Heute haben wir 2,1 Millionen Beschäftigte zwischen 60 und 64 Jahren sozialversicherungspflichtig. Im Jahre 2000 hatten wir 1,5 Millionen weniger, also damals nur 600.000. Das zeigt das kontinuierliche Anwachsen der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen. Das war dieses Thema. Und dann hat die Bundesforschungsministerin noch das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung dem Kabinett vorgelegt. Das ist das Programm, also in diesem Rahmen wird die Bundesregierung
Gesundheitsforschung fördern an Hochschulen, an Universitätskliniken, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen und natürlich auch in der Wirtschaft. Das Programm hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Das Bildungsministerium stellt jährlich rund 2 Milliarden Euro für die Förderung von Gesundheitsforschung zur Verfügung. Dazu kommen noch 500 weitere Millionen Euro von anderen Ressorts für Projektförderung, Ressortforschung in diesem Bereich, institutionelle Förderung. Dieses Programm tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und wie gesagt für 10 Jahre. Der übergeordnete Leitgedanke ist, dass der Mensch noch stärker in den Mittelpunkt der Forschung gestellt werden soll. Es geht im Wesentlichen um 2 Punkte. Einmal die Überführung wissenschaftlicher Ergebnisse der medizinischen Forschung in die Praxis. Das wollen wir intensivieren. Das soll schneller den Patienten zur Verfügung gestellt werden oder ihnen zugutekommen, sollte ich sagen. Und das zweite große Thema ist, dass der digitale Wandel auch im Gesundheitssystem noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Die 3 Handlungsfelder beschreiben also die Schwerpunkte der künftigen Gesundheitsforschungspolitik der Bundesregierung: Krankheiten vorbeugen und heilen, den medizinischen Fortschritt vorantreiben und den Forschungsstandort stärken. So viel dazu. Dann kommen wir zu Fragen zur Rente. Keine Fragen. Dann zu dem letzten. Doch, Herr Jessen. Herr Seibert, bei dem Anstieg, den Sie berichtet haben, von 0,6 auf 2,1 Millionen sozialpflichtigen Arbeitsstellen, haben Sie auch einen Überblick über die, sagen wir, Bandbreite oder einen Mittelwert der Einkommen, die in diesen Arbeitsstellen erreicht werden? Weil ist ja nicht ganz unwichtig. Das sind Zahlen, die mir nicht vorliegen. Mhm. Hat das Arbeitsministerium Zahlen dazu? Weil Sie sind ja für die Relevanz der Beitragszahlungen nicht ganz ohne Bedeutung. Also ich habe den Bericht jetzt in Gänze hier nicht liegen, aber es gibt Tabellen im Bericht, die auch zum Einkommen Auskunft geben. Insofern kann ich Sie nur darauf verweisen, die Berichte stehen online, da können Sie jegliche Daten abrufen, die auch das Einkommen betreffen. Vielen Dank. Zu finden unter dem offiziellen Namen Dritter Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Herzlichen Dank, Frau Marschall. Vielleicht einfach noch mal die Frage, Frau Schneider. Die Rentenkommission legt ja Vorschläge vor, noch in dieser Legislaturperiode. Sollen die denn noch in dieser Legislaturperiode dann auch in Gesetzentwürfe fließen? Oder wie sieht das Ihr Ministerium? Der Minister hat sich dazu ja schon mehrmals geäußert und darauf hingewiesen, dass es genau deshalb gedacht ist, dass die Rentenkommission zu einem Zeitpunkt ihre Vorschläge machen soll, damit gegebenenfalls eben auch noch Umsetzungsmöglichkeiten bestehen. Da muss man aber einfach mal fairerweise sagen, muss man den Bericht abwarten, ne, und die Vorschläge. Also dem kann man natürlich nicht vorgreifen. Weitere Fragen zum Thema Rente? Dann zum Thema Gesundheitsforschung. Dann andere Themen, Herr Delfs. Eine Frage an Herrn Seibert zum Thema UN-Migrationsgipfel. Da wurde ja heute eine Mitteilung rausgeschickt von Ihnen, wo es hieß, dass die Kanzlerin möglicherweise zum Gipfel hinfliegen würde. Ich hatte es jetzt immer so verstanden, sie fliegt auf jeden Fall hin. Meine Frage ist, heißt das, dass da möglicherweise auch noch bei der deutschen Unterstützung dieses Migrationspaktes auch noch ein Fragezeichen ist? Über dieser Mitteilung steht in großen Buchstaben nicht zur redaktionellen Verwendung. Deswegen würde ich über diese Mitteilung jetzt nicht sehr viel weiter reden wollen. Die dient ja eigentlich nur der möglichen Planung von Journalisten. Sie wissen, und wir haben es hier mehrfach, glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass die Bundesregierung hinter dem sowohl dem Flüchtlingspakt als auch dem Migrationspakt der Vereinten Nationen steht und diese Haltung sicherlich auch auf der Konferenz in Marrakesch deutlich machen wird. Reiseplanungen der Bundeskanzlerin zum entsprechenden Zeitpunkt. Noch eine Nachfrage. Falls die Kanzlerin nicht hinfahren würde, würde dann entsprechend ein Vertreter fahren? Wer wäre das eigentlich? Kann man das schon sagen? Also nur für den Fall das jetzt. Genau. Hypothetische Fragen beantworten wir heute nicht. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jung.
Deshalb nochmal zum Kabinett. Können Sie uns die Themen nennen, die Sie jetzt uns nicht vorgetragen haben, die ohne Aussprache beschlossen wurden? Wenn Sie mich nach einem konkreten fragen, könnte ich darauf eingehen. Ich werde Ihnen auch heute nicht die gesamte Liste der ohne Aussprache beschlossenen Themen vortragen, weil das definitiv die Mittwochs-Regierungspressekonferenz sprengt und die Bundesregierung sich darüber noch erst mal klar werden muss, wie wir mit solch einer Anfrage, die es in, weiß ich nicht, 30 Jahren nicht gegeben hat, umgehen wollen. Veränderungen sind immer was Neues. Es wäre aber keine zum Wohle der Bundespressekonferenz. Seit drei oder vier Wochen bitten wir darum, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Sie können uns das ja im Vornherein schicken, damit wir dazu fragen können. Darüber wollten Sie sich Gedanken machen. Genau. Haben Sie noch nicht? Noch nicht abschließend. Dann mit einem neuen Thema, Herr Remme. Herr Seibert, ich würde ganz gerne wissen, nachdem von Seiten Moskaus das Angebot von Gesprächen in internationalen Formaten über eine Entschärfung der Situation im Asowschen Meer zurückgewiesen wurde. Was tut die Bundesregierung, um die Kriegsgefahr dort zu verringern? Gut, ich will vielleicht das zum Anlass nehmen, um noch einmal die Haltung der Bundesregierung zu diesem Zwischenfall in der Straße von Kertsch darzulegen, den wir mit großer Sorge sehen. Das Gebot der Stunde ist Zurückhaltung und Dialog. Ganz klar ist, wir erwarten von Russland, dass die festgenommenen Seehäute freigelassen werden. Wir erwarten auch, dass die aufgebrachten Schiffe von Russland zurückgegeben werden. Ich kritisiere auch im Namen der Bundesregierung die Vorführung ukrainischer Gefangener im russischen Fernsehen. Sie wissen auch, weil wir darüber informiert haben, dass die Bundeskanzlerin am 26. November sowohl mit dem ukrainischen wie auch mit dem russischen Präsidenten telefoniert hat. Und genau das, was ich gerade als das Gebot der Stunde, nämlich Zurückhaltung und Dialog bezeichnet habe, angemahnt hat. Aus unserer Sicht ist keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Mittel durch Russland zu erkennen. Ich wiederhole, dass wir die territoriale Integrität der Ukraine unterstützen und ihre volle Souveränität ebenso. Und dazu gehört natürlich auch, gehören natürlich auch die Schifffahrtsrechte in die Meerenge von Kertsch und ins Asowsche Meer. Es ist völlig klar, es darf keinerlei Beschränkungen der internationalen Seeschifffahrt im Asowschen Meer geben, vor allem auch nicht zulasten der Ukraine und ihrer dortigen Häfen. Im Übrigen appellieren wir an beide Seiten, nun rasch den Dialog aufzunehmen und diesen Vorfall gründlich aufzuarbeiten. Ich kann vielleicht noch einen aktuellen Punkt ergänzen. Die Bundeskanzlerin hatte mit dem Präsidenten Putin ja vereinbart, dass die Außenminister auch in der Folge im Gespräch bleiben. Gestern hat es bereits ein erstes Telefonat von Außenminister Maas mit seinem russischen Amtskollegen gegeben. Dabei hat der Außenminister nochmal, die Linie hat Herr Seibert gerade nochmal vorgetragen, zur Deeskalation aufgerufen. Die beiden Außenminister haben konkret über Möglichkeiten gesprochen, den Vorfall jetzt zu analysieren, unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten. Ich glaube, das war auch das, worauf der russische Außenminister gestern in seiner Pressekonferenz abhob, dass es da wichtig ist, dass die Experten untereinander vor Ort ins Gespräch kommen. Das ist auch genau unsere Meinung. Das Wichtigste ist jetzt, die Fakten auszutauschen. Es gab ja durchaus unterschiedliche Darstellungen. Und dann hilft es natürlich auch, wenn die beiden Seiten gemeinsam eine Analyse vornehmen und dann womöglich Schlussfolgerungen daraus ziehen. Von daher begrüßen wir das. Ich sehe da keinen Widerspruch. Wir nutzen alle Formate, die wir haben, die sich dafür anbieten, um unsere Botschaft zu überbringen. Eine Nachfrage, Herr Seibert. Der ukrainische Botschafter hat heute Morgen in deutlichen Worten mehr Unterstützung, stärkere Unterstützung Deutschlands für sein Land gefordert. Aus dem In- und Ausland wird gefordert, zum Beispiel ein Projekt wie Nord Stream 2 während dieser Krise wenigstens auf Eis zu legen. Wird darüber nachgedacht? Die Bundesregierung hat die Kritik natürlich zur Kenntnis genommen. Nord Stream 2 ist in erster Linie ein Projekt der Wirtschaft. Das haben wir hier immer gesagt, darauf haben wir wiederholt hingewiesen. Es hat aber auch eine politische Dimension. Und das ist die Frage, wie es mit der ukrainischen Transitrolle für russisches Gas nach 2019 weitergeht. Wir haben immer betont, darüber braucht man Klarheit.
Das gilt nach wie vor und deswegen beobachten wir natürlich die Spannungen da nun auch sehr genau. Es ist gut, dass Gespräche angelaufen sind zwischen der EU, zwischen der Ukraine und Russland über die Fortsetzung des Gastransits nach 2019. Die laufen seit Sommer. Wir unterstützen den Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Šefčovič, bei diesen Gesprächen mit Russland und der Ukraine eine Lösung zu finden. Es ist im deutschen Interesse, es ist im europäischen Interesse, dass die Ukraine auch weiterhin eine Rolle als Transitland für russisches Gas spielt. Und so haben wir es auf allen Ebenen, auch die Bundeskanzlerin der russischen Seite, klar mitgeteilt. Und wir stehen dazu, wie gesagt, im engen Austausch. Wenn ich noch einmal darf, sind die Rahmenbedingungen für dieses Projekt seit der Eskalation am Wochenende schwieriger geworden? Ich habe die Kritik zur Kenntnis genommen. Sie ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Blick auf dieses Projekt der Wirtschaft, das Nord Stream 2 ist. Es gibt auch andere Projekte, mit denen russisches Gas nach Europa gelangen wird. Turk Stream ist im Entstehen. Die Bundeskanzlerin hat auch auf diesen südlichen Korridor hingewiesen. Und dennoch, das ist für uns klar, die Ukraine muss ein Transitland bleiben. Und deswegen werden wir tun, was wir tun können, flankierend, um diese Gespräche auch zu unterstützen. Herr Kollege. Herr Seibert, ist jetzt überhaupt das Vier-Augen-Gespräch zwischen Bundeskanzlerin und Wladimir Putin in Buenos Aires geplant? Das ist nun wieder ein ganz anderes Thema. Wir kommen jetzt zum G20-Gipfel und möglichen bilateralen Begegnungen. Sie wissen, dass ich die in der Regel nicht vorher ankündige. Natürlich gibt es Pläne für eine Reihe von bilateralen Begegnungen und wir berichten dann darüber, wenn es soweit ist. Wir haben ja morgen auch noch ein Briefing zum Thema G20. Dem würde ich hier auch nicht vorgreifen wollen. Aber mit Sicherheit, die Bundeskanzlerin hat bereits mit Präsident Putin telefoniert nach dem Zwischenfall in der Straße von Kertsch. Und natürlich werden wir diese intensiven, hochrangigen Kontakte mit Russland auch fortsetzen. Die nächste Frage, Herr Kollege. Ja, also, hat sich erledigt, Entschuldigung. Hat sich erledigt. Dann zu diesem Thema hatte ich auf meiner Liste noch Herrn Delfst genommen. Also aber grundsätzlich nochmal die Frage, ist denn aus Sicht der Bundesregierung eigentlich schon die Schuldfrage bei diesem Vorfall geklärt oder ist das nach wie vor für die Bundesregierung offen, wer hauptsächlich dafür schuldig zu machen wäre? Also ich habe nur gehört, gestern die Bundeskanzlerin hat ja im Grunde genommen auch nochmal gesagt, es gäbe sehr verschiedene Darstellungen. Und sie wolle sich jetzt erstmal die Funkprotokolle anhören, um sich dann ein abschließendes Bild zu bilden. Das heißt, wird sie das erst machen und dann zu einer eindeutigen Einschätzung kommen oder ist das jetzt schon klar? Also was die notwendige Freiheit des Seeverkehrs durch die Straße von Kertsch ins Asowsche Meer betrifft, haben wir ja eine ganz klare Haltung und die ganz klare Erwartung, dass das nicht beschränkt werden darf, vor allem auch nicht zulasten der Ukraine und ihrer Häfen. Zweitens habe ich ganz klar gesagt, wir sehen keine Rechtfertigung für ein militärisches Vorgehen und wie das aussah, das Rammen dieses ukrainischen Bootes, das konnte sich jeder ja auch auf Video betrachten. Drittens ebenso klar die Erwartung, dass die ukrainischen Seeleute freigelassen werden und die Schiffe zurückgegeben werden. Zu dem anderen möchte der Kollege des Auswärtigen Amtes möglicherweise sagen. Ja, kann ich vielleicht ein bisschen was ergänzen. In der Tat, ich hatte es gerade schon angedeutet, in meinem ersten Statement, es liegen unterschiedliche Versionen der Geschehnisse vor. Wir haben da letztlich nicht alle Informationen, die man benötigen würde, um eine präzise rechtliche Einordnung vorzunehmen. Daher würde ich gerne nur grundsätzlich ausführen. Herr Seibert hat es gerade schon gesagt. Wir sehen auf Basis der bislang bekannt gewordenen Fakten für den Einsatz militärischer Gewalt keine Rechtfertigung. Wir gehen völkerrechtlich davon aus, dass es beim Asowschen Meer und der Meerenge von Kertsch sich dabei um innere Gewässer handelt, das heißt Staatsgebiet, die von Ukraine und Russland gemeinschaftlich verwaltet und genutzt werden. Die Nutzung zwischen beiden Anrainerstaaten ist geregelt in einem Abkommen, dem russisch-ukrainischen Kooperationsvertrag vom 24.12.2003. Artikel 2 Absatz 1 des Vertrags sieht das freie Durchfahrtrecht von Schiffen beider Vertragsparteien durch die Meerenge vor.
Das gilt ausdrücklich auch für militärische Fahrzeuge der Vertragsparteien in beiden Gewässern ohne Einschränkung oder Zustimmung des jeweils anderen Staates. Lassen Sie mich noch eine Sache hinzufügen, weil das, glaube ich, auch wichtig ist. Unsere Rechtsposition ist eindeutig. Die Annexion der Krim war völkerrechts- und ist völkerrechtswidrig. Zweitens ist auch der Bau der Kertschbrücke völkerrechtswidrig, weil die Ukraine daran nicht beteiligt wurde. Viele mögliche andere Argumentationsketten, die teilweise auch im Internet zu reden waren, gehen aus unserer Sicht da von falschen völkerrechtlichen Annahmen aus. Ich will auch noch was ganz kurz hinzufügen, nochmal zu der Frage des konkreten Vorfalls. Die Bundeskanzlerin hat ja auch darüber mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Also sie hat das mit beiden natürlich besprochen. Und da unsere Haltung ist, dass es sinnvoll wäre, dass im Dialog zwischen Russland und der Ukraine konkret aufzuarbeiten, was da geschehen ist, ist im Gespräch mit Präsident Putin eben auch die Idee, die Option erörtert worden, den Vorfall unter Beteiligung russischer und ukrainischer Grenzschutzexperten zu erörtern und auch aufzuklären. Ich kann noch eine Nachfrage stellen. Ganz simple Frage noch. Ist eigentlich morgen das geplante Treffen der Kanzlerin mit dem ukrainischen Premierminister im Rahmen dieses deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforums, findet das nach wie vor statt? Ja, das findet statt. Frau Kollegin. Meine Frage ist zu möglichen zusätzlichen Sanktionen, die die Ukraine fordert. Nach der Information der Zeitung Die Welt hat sich Deutschland gestern in Brüssel dagegen ausgesprochen. Wie ist die Position? Unsere Position ist, dass über mögliche Erweiterungen von bestehenden Sanktionen mit den europäischen Partnern zu diskutieren sein wird. Und so einer Diskussion möchte ich hier nicht vorgreifen. Sie wissen, dass die Sanktionen, die sogenannten Stufe-3-Sanktionen, also Wirtschaftssanktionen gegen Russland, zuletzt am 5. Juli dieses Jahres um 6 weitere Monate bis Ende Januar 2019 verlängert wurden. Das war wie immer eine einstimmige Entscheidung, der alle EU-Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Das heißt, die Frage der Verlängerung dieser Sanktionen stellt sich ohnehin erst in ein paar Wochen. Wenn Sie erlauben, Deutschland und Estland, Polen und Estland hat sich bereits festgelegt, also die würden die zusätzlichen Sanktionen unterstützen. Verstehe ich es richtig, dass Berlin sich noch nicht festgelegt hat? Naja, es ist, wie ich gesagt habe, das ist im Kreise der europäischen Partner zu diskutieren. Und dann, wenn Sie erlauben, noch eine zusätzliche Frage zum möglichen Dialog zwischen ukrainischen und russischen Grenzschutzexperten. Ist es zu erwarten, dass es möglicherweise im Normandie-Format stattfinden wird? Und noch dazu, der russische Außenminister Lavrov hat ja bereits gesagt, dass er dass Russland auch direkt mit der Ukraine darüber sprechen könnte, dass kein Normandie-Format dazu notwendig wäre. Wie kann man da in diesem Fall reden und eskalieren? Ja, da gerade die Runde der politischen Direktoren im Normandie-Format am Montag hier stattgefunden hat, im Auswärtigen Amt am besten. Ja, also ich hatte es in meiner ersten Antwort schon versucht darzulegen, dass ich da nicht notwendigerweise einen Widerspruch sehe. Aus unserer Sicht geht es darum, dass die Parteien jetzt in den Dialog kommen, sei es durch einen Austausch von Grenzschutzexperten, sei es bei Formaten, die bestehen, wie das Normandie-Format. Das Normandie-Format hat jetzt nicht zum Zweck, da sozusagen jede Streitigkeit auf dieser Ebene zu regeln. Aber wenn beide Parteien Sinn sehen, dieses Format dafür zu nutzen, weil es hilft, dann, das hat der Außenminister zum Ausdruck gebracht, dann sind wir dazu bereit. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir meinen, diese Frage gehöre in dieses Gremium und versuchen es da gegen Widerstand der Parteien zu holen, sondern im Gegenteil, wir wollen nützlich sein und wenn dann ein bestehendes Format dazu beitragen kann, sind wir bereit. Weitere Fragen zu diesem Komplex, Herr Jessen? Herr Sauert, können Sie uns eine generelle Reaktion von Herrn Putin auf die von Frau Merkel, von der Bundeskanzlerin vorgeschlagene Linie Zurückhaltung und Dialog nennen? Sie haben ja angeführt, dass die Expertengespräche unter Einbeziehung der russischen und der ukrainischen Experten wohl mit diesen Gesprächen im Zusammenhang stehen. Gab es aber eine generelle
Reaktion von Putins darauf. Und eine zweite Frage. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat die Bitte geäußert, dass deutsche Kriegsschiffe in die Region entsendet werden zur und sei es symbolischen Unterstützung der Ukraine. Wird ein solcher Vorschlag seitens der Bundesregierung in Erwägung gezogen? Also zu Ihrer ersten Frage. Der Sprecher des russischen Präsidenten ist Herr Peskow. Ich müsste Sie dann bitten, sich für russische Haltungen an ihn zu wenden. Ich habe Ihnen hier die Haltung der Bundesregierung versucht zu erklären. Und da unsere Haltung, wie ich es versucht habe zu sagen, auf Deeskalation und Dialog und Zurückhaltung beider Seiten zielt, kann ich Ihnen auch sagen, dass ein Einsatz der deutschen Marine vor der Küste der Krim derzeit nicht geplant ist. Die Frage nach der Reaktion, seitens Herrn Putins kann ich natürlich auch so vorstellen. Hat die Bundeskanzlerin den Eindruck gehabt, dass ihre Anregung bei Herrn Putin auf offene Ohren gestoßen ist? Das kann ich ja schlecht Herrn Peskow fragen. Das stimmt. Da würde er wiederum auf mich verweisen. Eben. Und so geht es dann immer hin und her. Ich bleibe dabei, was wir zu dem natürlich auch vertraulichen Gespräch der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin an die Presse gegeben haben. Und da haben wir an die Presse gegeben, dass diese Option, also eine Aufklärung des konkreten Vorfalls unter Hinzuziehung von Grenzschutzexperten beider Seiten, erörtert wurden. Und dass man vereinbart hat, hierzu in engem Kontakt zu bleiben. Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Kollege nochmal. Herr Seibert, ich komme noch zurück zum Thema neue Sanktionen. Verstehe ich das richtig, dass die deutsche Bundesregierung hat noch keine Position in diesem Thema? Wir haben Sanktionen, die sind bis zum 31. Januar verlängert worden. Über mögliche weitergehende Sanktionen müsste man in Europa unter allen das Gespräch führen, denn Sanktionen werden in Europa müssen einstimmig beschlossen werden. Und deswegen muss man da ein Gespräch mit allen Partnern führen und dem werde ich jetzt hier nicht vorgreifen. Ja, wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, also diese Debatte scheint mir auch in der Hinsicht etwas voreilig, weil Sanktionen sind jetzt irgendwie kein Wasserhahn, den man auf und zu macht, wenn man mal gerade Wasser braucht, sondern das ist ein Instrument, ein rechtliches Instrument, was ja auch Folgen hat für diejenigen, die von Sanktionen betroffen sind. Das heißt, das muss man sorgfältig wägen und diskutieren. Wir reden hier von Vorfällen vom Wochenende. Da hat es erste Sitzungen zugegeben, da hat es Stimmen gegeben. Und diese Debatte werden wir jetzt weiterführen. Wir haben gleichzeitig klargemacht, was unsere Erwartungen an Russland sind. Darauf hat Russland auch Möglichkeiten zu reagieren. Das würde wiederum die Debatte über Sanktionen natürlich auch beeinflussen. Darum bitte ich um Ihr Verständnis, dass man diese Frage jetzt nicht so hoppla hopp beantworten kann und am Freitag schon wieder anders. Ja, ich will das ausdrücklich unterstützen. Für uns steht jetzt die Entspannung der aktuellen Situation da in der Straße von Kertsch im Vordergrund und die akute Hilfe für diejenigen, die, weil sie zum Beispiel Seeleute auf den festgesetzten ukrainischen Schiffen sind, jetzt in Gefangenschaft sind. Dann noch mal Frau Kollegin. Meine Frage ist an das Verteidigungsministerium. Und zwar, Frau von der Leyen hat gestern gesagt, dass damit man sich ein Bild machen könnte von Geschehen, muss die Ukraine Fakten darlegen. Welche Fakten fehlen der Ministerin? Also was fehlt, klar zu entscheiden, was passiert ist? Ich meine, die Ministerin hat sich da geäußert bei der Berliner Sicherheitskonferenz in dem großen Kontext und, glaube ich, die Linie, welche Fakten bzw. die Aufklärung, die jetzt betrieben werden muss, hat zum einen der Herr Seibert aus Herrburger, wird ja auch Herr Breul ausführlich hier beschrieben. Herr Jessen nochmal. Hat die Bundesregierung Kenntnis über Truppenkonzentrationen auf der russischen Seite der russisch-ukrainischen Grenze, von denen Herr Poroschenko berichtet? Also im Verteidigungsministerium, zumindest nach meiner Kenntnis, liegen diese Informationen nicht vor. An anderer Stelle? Nein, also wir haben die Äußerungen des Präsidenten auch zur Kenntnis genommen und beobachten natürlich die Entwicklung sehr genau. Eigene Erkenntnisse haben wir auch nicht. Ich kann nur noch mal wiederholen, wir haben beide Seiten aufgefordert, zur Deeskalation beizutragen. Schritte, die zu einer weiteren Militarisierung der Region führen, werden hier ohne Zweifel nicht hilfreich.
würden nach Frage, würden relevante Truppenkonzentrationen so oder so zur Kenntnis der Bundesregierung gelangen? Oder ist man da blind oder taub, weil man keine eigenen Dienste hat? Also ich glaube, die Bundesregierung ist weder blind noch taub. Richtig. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema, Herr Kollege. Ja, Alexander Riedel von der Katholischen Nachrichtenagentur. Ich wollte noch mal fragen zum Stand der Verhandlungen zum Rückführungsabkommen mit Italien. Ich hoffe, da bin ich sozusagen jetzt nicht überholt. Aber der letzte Stand war, dass es zur Chefsache erklärt wurde. Können Sie dazu was sagen? Das Thema hatten wir schon des Öfteren in jüngster Zeit, aber es ist kurz, deswegen wiederhole ich es gerne. Es gibt keinen neuen aktuellen Stand. Das Rückführungsabkommen ist ausgehandelt und es fehlt die politische Zusage-Unterschrift aus Italien. Rechnen Sie damit, dass das noch kommt? Dazu kann ich nichts sagen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema. Ja, kurze Lernfrage, Herr Seibert. War diese Woche im Kabinett oder in den letzten Wochen das Thema rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr Thema im Kabinett? Wenn ja, was wurde da berichtet? Ich trage Ihnen ja die Beschlüsse des Kabinetts hier vor. Und darüber hinaus habe ich dazu nichts zu sagen. Ja, so ist das. Also Sie wollen uns nicht verraten, welche Themen im Kabinett alles Thema war? Doch, ich verrate Ihnen immer. Und dann frage ich nach konkreten Thema und dann wollen Sie auch nicht sagen, ob es Thema war. Ich informiere Sie hier immer darüber, welche Beschlüsse das Kabinett fällt. Verlässlich jeden Mittwoch. Das Kabinett ist, wie Sie sicherlich wissen, ja nicht das zentrale Diskussionsforum der Bundesregierung. Dafür gibt es viele andere Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, dass es jetzt kein Kabinettsthema im Sinne eines Beschlussthemas war, dann heißt das ja nicht, dass die Bundesregierung sich nicht intensiv auch mit diesem Thema vielleicht befasst. Darf ich noch eine Frage stellen? Herr Fienrich, hat die Ministerin das Thema rechtsextreme Netzwerke, dieses Neonazi-Netzwerk, was in den letzten Wochen enthüllt wurde, von sich aus thematisiert im Kabinett oder andersweitig mit Regierungsmitgliedern? Und Herr Seibert, war das denn für die Kanzlerin denn ein Thema die letzten Wochen abseits des Kabinetts? Herr Jung, da haben wir ja schon auch in den letzten Wochen, vielleicht nochmal nachzulesen in den Protokollen, am 9. und auch am 12. November Stellung zugenommen. Und zudem hat auch der Chef vom MAD am 16. November eine öffentliche Diskussion im Bundestag dazu gehalten, hat eine klare Antwort gegeben dazu, hat die entsprechenden Handlungsstränge aufgezeigt und dem habe ich von meiner Stelle hier nichts hinzuzufügen. Das habe ich nicht gefragt. Aber die habe ich die Antwort gegeben. Dann das Bundesverteidigungsministerium hat über dieses Thema berichtet, weil es sich mit diesem Thema befasst. Und damit ist die Bundesregierung mit diesem Thema befasst. Dann haben wir ein neues Thema nochmal, Herr Delfs. Eine Frage an Herrn Seibert, möglicherweise auch an Herrn Breul. Geht jetzt um einen ganz anderen Konflikt, der so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten ist. Und zwar hört man, dass die Spannung zwischen Kosovo und Serbien wohl in letzter Zeit wieder gewachsen sind. Unter anderem hat Kosovo gerade einen Einfuhrzoll auf serbische Waren über 100% erhöht, um 100% erhöht. Entschuldigung. Meine Frage wäre, wie beeinflusst das eigentlich nach Meinung der Bundesregierung die Aussicht der beiden Staaten auf einen EU-Beitritt? Also tatsächlich sehen wir mit Bedauern, dass sich in letzter Zeit das Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo wieder verschlechtert hat. Wenn man jetzt mal die Ereignisse der letzten Woche nimmt, man muss sich erst einmal daran erinnern, die umfassende Normalisierung des Verhältnisses oder der Beziehung zwischen Serbien und Kosovo, das ist ein zentraler Teil der Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Serbien. Und wir hätten uns schon gewünscht, dass Serbien im Geiste der Normalisierung seiner Beziehungen zu Kosovo beispielsweise Kosovo den Beitritt zu Interpol ermöglicht hätte. Und das andere, was letzte Woche passiert ist, wofür wir gar kein Verständnis haben, das ist eben, Sie haben es angesprochen, dass Kosovo auf serbische Importe einen 100%-Zoll verhängt hat. Damit lässt es die Prinzipien der Freihandelsorganisation CEFTA, der es selber vorsteht zurzeit, außer Acht. Nun hoffen wir, dass beide Seiten rasch zum Dialog zurückfinden, um erstens die offenen Handelsfragen zu erörtern
und überhaupt die Gespräche fortzusetzen, wie sie zu einer umfassenden Normalisierung der Beziehungen unter Ägide der EU kommen können. Und wir appellieren an alle Seiten, eine Eskalation zu vermeiden. Zusatz? Aus in Serbien hört man so ein bisschen, dass auch der Kanzlerin eine Mitschuld an dieser Eskalation gegeben werde. Und zwar hatte man ja noch vor ein paar Monaten über einen Landtausch gesprochen zwischen den beiden Ländern. Das hatte ja damals die Bundesregierung explizit abgelehnt, diesen Vorschlag. Meine Frage ist, würden Sie jetzt doch noch mal überlegen, ob vielleicht doch über diesen Landtausch auch eine Befriedung dieser Situation zwischen Serbien und Kosovo vielleicht herbeigeführt werden kann? Also ich kenne solche serbischen Thesen, auf die Sie gerade angesprochen haben, nicht. Sie würden mir auch abwegig erscheinen. Wir haben immer gesagt, diese Normalisierung der Beziehungen muss so geschehen, dass es für beide Seiten akzeptabel, tragfähig und dauerhaft ist. Und wir unterstützen sehr nachdrücklich die Bemühungen der EU, solch eine Normalisierung der Beziehungen zu fördern. Die Kanzlerin hat sich mehrfach persönlich zu dem Thema der Grenzen geäußert und sie hat persönlich ihre Überzeugung klar ausgedrückt, dass die territoriale Integrität der Westbalkanstaaten, nicht nur Serbiens, Kosovos, sondern der Westbalkanstaaten insgesamt, aus Sicht der Bundesregierung enorm wichtig ist. Und dass das festgelegt wurde und aus Ihrer Sicht auch nicht angetastet werden sollte. Wenn ich darf, würde ich noch kurz ergänzen, nicht, dass da ein falscher Eindruck aufkommt. Es war ja nicht so, dass es einen konkreten Vorschlag gab, der von Serbien und Kosovo unterstützt wurde und der dann aufgrund von Bedenken der Bundesregierung wieder zurückgezogen wurde, sondern es gab Ideen, es gab auch Stimmen, die von vornherein diese Ideen abgelehnt haben. Herr Seibert hat es gerade noch mal deutlich gemacht. Wir haben unsere Position auch deutlich gemacht, unsere große Skepsis gegenüber diesen Vorschlägen. Aber es war mitnichten so, dass da konkrete Ideen sozusagen abgelehnt wurden. Und zu Ihrer Frage von vorhin, Herr Delves, vielleicht noch ergänzend. Selbstverständlich ist es so, dass für den Beitrittsprozess der Staaten des westlichen Balkans in die Europäische Union ist ein sehr wichtiges Element ist, dass sie, die Staaten, normale Beziehungen zu ihren Nachbarn haben. Das wissen auch alle Staaten im westlichen Balkan. Fragen zu diesem Thema? Dann rufe ich ein neues Thema auf. Ich hätte eine Frage oder zwei Fragen an die Ministerien Gesundheit und Justiz. Und zwar hat ja der GKV-Spitzenverband jetzt seinen Bericht fertiggestellt zum Thema Fehlverhalten im Gesundheitswesen. Und da steht ja drin, dass sowohl die Zahl der Hinweise in den Jahren 2016 und 2017, also Hinweise auf oder Verdachtsmeldungen auf Fehlverhalten im Gesundheitswesen, deutlich gestiegen ist. Und auch die Zahl der Gelder, die man sich zurückgeholt hat, deutlich gestiegen ist. Und vor allen Dingen der Pflegebereich wird da ja immer noch als großer Problembereich skizziert. Da würde mich interessieren, wie das BMG diesen Befund und diesen Bericht bewertet. Und an das Justizministerium, da gibt es eine Forderung, die geht so in Richtung, man bräuchte einen besseren Schutz, gesetzlichen Schutz für Whistleblower. Da hat ja Frau Bahle sich auch gestern zu geäußert. Da wüsste ich gerne, wie da der aktuelle Stand ist, beziehungsweise ob da von Seiten der Bundesregierung noch was geplant ist. Also die Bewertung des Berichts müsste ich nachreichen. Genau, zum Whistleblower-Schutz kann ich Ihnen mitteilen, dass ja das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das im Sommer dem Kabinett vorgelegt wurde, durchs Kabinett beschlossen wurde und jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, ja schon ein Aspekt zum Whistleblower-Schutz vorsieht, zu dem auch Ministerin Bahle schon gesagt hat, dass es ein wichtiger Schritt ist, allerdings auch erst ein erster. Es hat die EU
auch, ich glaube, Anfang, im April, genau, im April einen Richtlinienentwurf vorgelegt, nämlich eine Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, der jetzt in der Abstimmung ist und in dem wir uns konstruktiv einbringen. Das ist eben ein horizontaler Ansatz, der jetzt nicht nur spezielle Aspekte vorsieht, sondern eben vom sachlichen Anwendungsbereich eben auf Verstöße gegen EU-Recht in spezifischen Bereichen eben angelegt ist. Dazu gehört zum Beispiel der Verbraucherschutz, eben so wie öffentliche Aufträge, Steuern, Verkehrssicherheit, nur um Beispiele zu nennen. Da ist man aber noch in den Verhandlungen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann, Herr Kollege. Ich? Ja. Tufik Nia Al Jazeera, Frage an Herrn Breul. Ihr Abteilungsleiter für den Mittleren Osten war gestern bei einer Konferenz der Körber-Stiftung zum Thema Nahen Osten. Da ging es speziell um die Rolle Irans und Saudi-Arabien in der persischen Golfregion. Er hat sich da festgelegt, dass Iran natürlich eine aus ihrer Sicht destabilisierende Rolle spielt. Beim Thema Saudi-Arabien wollte er sich auch nicht festlegen. Können Sie uns da sagen, was für eine Rolle Saudi-Arabien in der Region spielt? Ich frage natürlich auch vor dem Hintergrund Saudi-Arabiens Rolle im militärischen Konflikt im Jemen, der anhaltenden Blockade von Katar und auch dem Kidnapping des libanesischen Premierministers Saad Hariri. Ja, also das Mikrofon ist gerade nicht an. Pardon? So, ehrlich gesagt fällt es mir schwer, dazu Stellung zu nehmen, weil ich die Äußerungen unseres Abteilungsleiters bei dieser Diskussion nicht kenne. Von daher kann ich sie auch nicht bewerten. Ich glaube, zur regionalen Rolle Saudi-Arabiens und auch zu unseren Erwartungen an Saudi-Arabien mit Blick auf den Jemen-Konflikt haben wir uns hier schon öfter unterhalten und an dieser Haltung hat sich auch nichts geändert. Und jetzt? Zur Haltung, Saudi-Arabien weigert sich ja weiterhin, die Blockade Katars auch aufzuheben. Können Sie da nochmal die Haltung der Bundesregierung zu Katar sagen? Wie gesagt, keine Änderung der Haltung der Bundesregierung. Herr Delfs? Herr Seibert, zum Thema Saudi-Arabien. Ich weiß, morgen ist das G20-Briefing, aber jetzt davon losgelöst, gibt es eigentlich eine Anfrage des saudischen Kronprinzen für ein Treffen mit der Kanzlerin in Buenos Aires? Davon habe ich keine Kenntnis. Herr Tufik Nier nochmal. Herr Seibert, wie darf man sich das da beim G20-Gipfel vorstellen? Wird Frau Merkel versuchen, Herrn Salman aus dem Weg zu gehen? Oder wird man das versuchen, irgendwie Hallo zu sagen? Wie kann man sich das da vorstellen? Ich weiß nicht, wie Sie sich G20-Gipfel vorstellen. Er liegt noch vor uns, deswegen werde ich jetzt sicherlich die gesamte Choreografie hier auch nicht erzählen können. Ein G20-Gipfel hat mehrere Arbeitssitzungen, bei denen die Delegationschefs zusammenkommen. Ein G20-Gipfel hat immer ein Familienfoto. Ein G20-Gipfel hat die Möglichkeit, und das ist auch ein wertvoller Aspekt solcher Gipfel, zu bilateralen Begegnungen am Rande zusammenzukommen. Und das alles muss ich jetzt erst noch mal Sie um Geduld bitten. Wir werden morgen ein Briefing dazu machen und ansonsten wird der Gipfel geschehen und dann werden wir sehen und werden natürlich auch darüber informieren, was da passiert ist. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste Kollegen. Eine Frage an Herrn Breul. Die Niederlande haben ihre Finanzierung des syrischen Zivilschutzes, genannt Weißhelme, eingestellt vor kurzem. Und da wäre die Frage, plant die Regierung eine Fortführung der Finanzierung und wenn ja, in welcher Höhe? Ja, also ehrlich gesagt kann ich das nicht bestätigen, diese Meldung aus den Niederlanden. Dazu habe ich keine Informationen. Es ist ja bekannt, dass Russland und Syrien in der Vergangenheit immer wieder Anschuldigungen gegen die Weißhelme erhoben haben. Unter anderem, dass diese den Einsatz von Chemiewaffen vorbereiteten. Die Bundesregierung hält diese Anschuldigungen nach wie vor nicht nur für unzutreffend, sondern als Teil eines Versuchs, die syrischen Weißhelme zu diskreditieren. Die Weißhelme werden immer wieder Ziel russischer Propaganda, die ihnen Terrorismus und auch inszenierte Giftgasangriffe unterstellt.
Diese Desinformationskampagne vollzieht sich vor dem Hintergrund, dass die Organisation bei ihrem Einsatz Zeuge von systematischen Verstößen gegen humanitäres Völkerrecht wird, die insbesondere durch das syrische Regime und seine Verbündeten verübt werden. Diese Menschenrechtsverletzungen werden von der Organisation dokumentiert und für eine zukünftige Aufarbeitung des Konflikts an die internationale Gemeinschaft berichtet. Also von daher sehen wir weiterhin eine sehr sinnvolle Aufgabe für die Weißhelme. Sie wissen selbst, dass die Organisation durch das Regime, in den Teilen, dass das Regime zurückerobert hat, massiv unter Druck gesetzt wurde, verfolgt wurde, Einzelpersonen in Haft genommen. Also ich kann Ihnen keine Prognose darüber abgeben, wie handlungsfähig die Weißhelme noch sind oder in Zukunft sein werden und inwieweit sie noch in der Lage sind, möglicherweise Projekte vorzunehmen, die von uns unterstützt werden können. Ja, also die Haltung der Regierung ist ja durchaus auch klar geworden. Aber es ging jetzt um die Frage, plant sie eine Fortführung der Finanzierung? Habe ich doch gerade gesagt. Also ja. Ja. Es gibt keine institutionelle Förderung der Weißhelme durch die Bundesregierung. Die Weißhelme haben im Rahmen einzelner Projekte der humanitären Hilfe auch Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bekommen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe keine Information, ob es in Zukunft auch möglich sein wird, solche Projekte weiter fortzuführen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Wackett. Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Gibt es in Ihrem Haus Überlegungen für eine CO2-Abgabe? Die Frage haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert, auch hier. Und es gibt derzeit keine konkreten Überlegungen dazu in der Bundesregierung. In der gesamten Bundesregierung? Das kann ja nicht sein. Denn da würde ich den als Umweltminister mal fragen, haben Sie Ihre Überlegungen aufgegeben dazu? Die Bundesumweltministerin hat sich ja zu einer möglichen CO2-Bepreisung vor einigen Wochen geäußert. Sie hat dazu einen Diskussionsprozess angefangen und den führt sie weiter fort. Ja, das würde ich ja schon als Überlegung einschätzen, aber okay. Noch ein Zusatz? Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Jung. Ja, auch ans BMU zum Thema Wölfe. Die Landwirtschaftsminister der Bundesländer wollen das Naturschutzgesetz ändern, damit Wölfe wieder gejagt und getötet werden können. Stößt das bei Ihnen auf offene Ohren? Beim Thema Wolf gibt es ja einen aktuellen Beschluss der Umweltministerkonferenz, dem das Bundesumweltministerium auch angehört. Und die Umweltminister, die für das Bundesnaturschutzrecht und das Landesnaturschutzrecht zuständig sind, haben sich darauf geeinigt, dass sie gemeinsam Regeln erarbeiten werden, in welcher Art und Weise oder in welchen Situationen ein Wolf erlegt werden kann. Es ist auch heute schon möglich, dass ein Wolf erlegt werden kann. Das geht manchmal in Diskussionen unter. Dafür gibt es spezielle Situationen, die beschrieben sind. Es sind ja auch schon Wölfe erlegt worden. Und der aktuelle Stand ist eben, dass dafür ein zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Verfahren festgelegt wird. Wann so eine Wolfsentnahme, wie es jetzt etwas technisch-bürokratisch heißt, also wenn also die Situation eintritt, dass ein Wolf erlegt werden muss, eintritt. Aber wie ist denn die Position des Umweltministeriums bzw. der Umweltministerin? Hier geht es ja um ein Tier, das unter strengem Naturschutz steht. Also soll es weniger streng sein? Weil das Ziel der Landwirtschaftsminister, die ja meistens auch Umweltminister sind in den Bundesländern, ist ja, dass leichter abgeknallt werden kann. Also die Bundesumweltministerin verweist stets darauf, dass der Wolf unter eben sehr strengem Schutz steht. Das steht auch nicht in Abrede. Gleichwohl erkennen wir an, dass es Situationen gibt in bestimmten Regionen Deutschlands, wo sich Wölfe in einer Weise vielleicht etwas
abartig verhalten oder eine besondere auch mal Bedrohung darstellen können. Solche Situationen hat es ja gegeben. Und dann kann es in bestimmten Fällen auch da möglich sein, einen Wolf zu erlegen. Das ist auch heute schon in Spezialsituationen möglich. Ich verstehe trotzdem nicht die Position der Ministerin. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, dass der Wolf eine sehr schützenswerte Art ist und wir dafür sorgen werden, dass das auch so bleibt. Trotzdem kann es auch eine Situation geben, eine Sondersituation geben, in der eben ein Wolf erlegt werden darf. Das sind sehr streng definierte Situationen, Vorfälle. Die Definition wollen Sie jetzt ändern? Oder pardon, nicht? Pardon, ja, ich habe keine Dialoge. Ich kann doch noch mal wiederholen, dass die Länderumweltminister und der Bund sich darauf geeinigt haben, über diese Regeln noch einmal zu sprechen und sie noch einmal in einer Art gemeinsamen Übereinkommen, einer gemeinsamen Festlegung spezifizieren. Das wird im nächsten Jahr der Fall sein. Weitere Fragen zum Problem, Wolf? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste nur noch Herrn Jessen. Frage ans Auswärtige Amt. Wir hatten am vergangenen Freitag gefragt, ob im nächsten Jahr die israelischen Veteranenorganisationen wie zum Beispiel Breaking the Silence gefördert werden sollen, wie das in vergangenen Jahren schon mal war. Das konnte am Freitag nicht beantwortet werden, weil der Haushalt so frisch war. Können Sie uns das jetzt nachliefern? Besteht die Absicht? Nein, Herr Hessen, das kann ich leider noch nicht. Wenn man sozusagen die 12 Monate, in denen ein Haushalt sozusagen gilt und umgesetzt wird, zum Maßstab nimmt, ist er ja immer noch sehr frisch. Und wir wissen jetzt, wie viel Mittel vom Bundestag dem Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt wurden. Jetzt geht es daran, zu planen und Projekte in Augenschein zu nehmen und darüber zu entscheiden. Da sind wir heute leider nicht so weit, dass ich Ihnen Auskunft geben kann. Wie sieht der Zeitrahmen aus, in dem Sie uns dann darüber berichten können? Es würde sich ja um die Wiederaufnahme sozusagen einer Förderung handeln, die es in vergangenen Jahren schon mal gab. Also es gibt Referenzmodelle sozusagen. Ja, kann ich Ihnen im Einzelfall keine Auskunft zu geben, müsste ich gegebenenfalls noch mal im Fachreferat nachfragen und Ihnen dann einen Zeitplan schicken. Das wäre nett. Dankeschön. Die letzte neue Frage, Herr Jung. Ja, ganz kurz, Herr Seibert, hat sich die Bundesregierung schon auf die unmittelbar Beteiligten am Krieg im Jemen geeinigt? Eine neue Frage kann man es nicht wirklich nennen. Wir haben dazu keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen? Ich denke, wir haben hier bereits ausführlich über den Jemenkrieg in allen Aspekten gesprochen. Deswegen kann ich Ihnen da nichts in Aussicht stellen. Wenn wir das dieses Jahr noch erfahren, wer für die Bundesregierung die unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg sind? Wir haben darüber hier ausführlich bereits gesprochen. Neues habe ich nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Bundespressekonferenz.